Herzlich willkommen zu diesem Video. Nachdem mein letztes Selbstexperiment extrem gut bei euch angekommen ist, habe ich mal gefragt, was für Selbstexperimente ich noch so machen könnte. Und ein Vorschlag, der ganz häufig kam, war, ich könnte mal Websites besuchen, die man eigentlich niemals besuchen sollte. Ihr könnt gerade mal auf YouTube gucken, gebt diese typischen Schlagwörter ein, 10 Websites, die ihr niemals besuchen solltet. Ihr werdet grundsätzlich immer ähnliche Websites finden oder die gleichen. Ich habe mir diese Websites mal rausgesucht, auf denen ich allen noch nicht gewesen bin, um euch mal zu zeigen, ob diese Websites wirklich gruselig sind oder nicht. Zwei Seiten habe ich rausgelassen. Das eine war Best Gore, das ist eine Seite, wo verstümmelte Menschen und so zu sehen sind. Solche Seiten meide ich allgemein und da kann ich auch keinem empfehlen, dass man darauf geht, weil das nicht so leicht verkraftbar ist, was man dort sieht. Und das andere ist Cute Dead Guys. Das ist eine Art Fanbörse für Leute, die Bilder von toten Männern posten, die aus irgendeinem Grund für sie hübsch aussehen. Sprich, sie posten tote Männer und vergleichen ihre Bilder, um herauszufinden, wer den hübschesten toten Mann hat. Es ist hart verstörend und das ist auch eine Seite, auf die ich gar nicht möchte. Also einerseits möchte ich nicht darauf, andererseits möchte ich auch, wenn ich tot bin, nicht auf diese Seite. Obwohl es natürlich sehr schmeichelhaft wäre. Aber ja, dafür braucht man auch eine Einladung, um auf diese Seite zu kommen. Das heißt, jemand, der bereits dort angemeldet ist, muss dich einladen. Ich halte mich einfach mal von dieser Seite fern. Aber ansonsten habe ich typische Seiten rausgesucht, die irgendwie gruselig sein sollen. Und wir probieren das Ganze mal aus. Als erste Seite haben wir Death Date Info. Das ist eine Seite, wo man angeblich sein Todesdatum herausfinden kann. Manche kennen das vielleicht noch von früher, da gab es diese typischen Seiten oder Facebook-Apps, wo man halt eben so etwas herausfinden konnte. Man hat dort einfach raufgeklickt und schon hast du irgendein Todesdatum gekriegt. Für mich als Kind war das wirklich extrem schlimm, weil ich so sehr daran geglaubt hatte, weil ich echt abergläubisch war. Und demnach wäre ich aber schon dreimal gestorben und bis heute bin ich noch hier. Bei dieser Seite ist es nun ein bisschen besonderer, denn du kannst bei dieser Seite nicht einfach nur raufklicken und er zeigt dir ein Todesdatum, was einfach random ist, sondern du musst eingeben, wie du heißt, wie alt du bist, dein Gewicht, deine Größe und so weiter. Deswegen machen wir das Ganze einmal. Also, Christoph, die unteren Sachen brauche ich nicht. Also, ich glaube, wenn man mal auf einer Feier ein Bier trinkt oder so, das zählt noch nicht als Alkoholmissbrauch oder so. Gut, dann kann ich jetzt hier mein Todesdatum kalkulieren lassen und das ist der 9. Dezember 2060. Ich muss zugeben, ich hatte diese Seite schon vorher einmal besucht, um auszuprobieren, wie das Ganze funktioniert und da kam das gleiche raus. Da hatte ich das gleiche Todesdatum am Ende raus. Das ist jetzt schon ein bisschen beunruhigender, dass man das sehen kann. Man kriegt auf dieser Seite auf jeden Fall zu sehen, wie viel, also an welchem Tag man stirbt, in welchem Jahr, dann wie viele Jahre das noch sind, die man noch hat. Ich habe jetzt zum Beispiel noch 42 Jahre, 5 Monate und 26 Tage, die ich noch leben darf. Dann habe ich noch hier meine Sekundenanzahl, also eine Zahl, die langsam heruntertickt, bis ich sterben soll. Und mir wird unten eine Liste angezeigt, wann ich sterben soll oder wie viel Prozent von meinem Leben ich schon aufgebraucht habe. Demnach wäre ich schon über 30%, das heißt, ich wäre bei 33% ungefähr. Mein exaktes Alter wird ja oben auch angegeben, das heißt, ich soll mit 63 Jahren, 3 Monaten und 12 Tagen sterben. Was ich noch an dieser Seite interessant finde, während das schon etwas beunruhigend ist, ist unten, dass man 3 besondere Zeichen kriegt, halt 3 Sachen, wie man sterben könnte. Diese 3 Wörter werden irgendwie ausgewertet anhand deines Todesdatums und deines Geburtsdatums in irgendeiner Berechnung, die ich nicht verstehe. Aber ich soll entweder erfrieren, ertrinken oder durch Suizid sterben. Vielleicht werde ich mich daran erinnern und werde dann am 9. Dezember 2060 ein Video hier auf YouTube hochladen, wo ich als alter Mann, oder mit 63, relativ alt, hier sitze und euch sage, ob das Ganze stimmt oder nicht. Vielleicht kriege ich dann ja auch vor der Kamera einen Herzinfarkt, man weiß es nicht. Oder ich bringe mich um vor der Kamera. Hoffen wir es nicht. Aber das ist eine Seite, die ist ganz cool tatsächlich. Also es ist nichts, was man nicht besuchen sollte. Es sei denn, man ist hart abergläubisch und hätte dann dieses Datum immer im Hinterkopf. Ich finde sie ganz cool und ich kann sie euch empfehlen. Die nächste Seite ist Hashima Island. Das ist eine Google Street View Aufnahme von einer in Japan verlassenen Insel. Es ist besonders unangenehm, sich das Ganze anzugucken, weil diese Seite das besonders aufzieht. Sie haben das mit coolen Geräuschen, sie machen das mit besonderen Bildrucklern, Farbwechseln und das ist halt sehr cool. Man sieht dann nämlich hier halt
verschiedene Gegenden. Wir haben hier zum Beispiel die Treppe in die Hölle. Man kann dort dann die verschiedenen Etagen eines Wohnhauses hochsteigen. Man sieht dann halt, was mal gewesen ist. Dieser Ort, wo das ist, wurde verlassen. Ich glaube, es wurde verlassen, als dort keine Kohle mehr abgebaut werden konnte. Soweit habe ich das nicht durchgelesen. Aber man sieht halt, wie eine einst relativ große Stadt, wo es Hochhäuser gab, wo es Schulen gab, wo es halt Kohleminen gab, plötzlich verfällt und die Natur sich alles komplett zurückholt. Es wäre halt cool, wenn man dort in echt sein könnte, aber dass Google Street View dort extra hingefahren ist und sich das Ganze mal angesehen hat, ist auch schon sehr, sehr cool gemacht. Also man sieht gerade mit der Musik und mit diesen verstörenden Aufnahmen wirklich, wie gruselig das Ganze ist. Wer vielleicht eine Virtual Reality Kamera hat, eine Virtual Reality Brille, der kann sich das Ganze ja auch mal ansehen mit Virtual Reality. Und dann ist das Ganze bestimmt auch nochmal deutlich cooler. Also ich muss sagen, ich finde das cool, aber halt nicht gruselig. Also etwas, was man sich super angucken kann. Es ist ein bisschen unangenehm, aber bei Weitem keine Seite, die man niemals besuchen sollte. Als nächstes haben wir dann noch ganz, ganz kurz einmal World's Birth and Death. Das ist eine Simulation, wo man sehen kann, wie viele Menschen ungefähr gerade geboren werden und wo auf der Erde, also in welchem Land. Und wie viele Menschen gerade sterben. Man sieht dabei ganz klar, dass es mehr Geburten gibt als Tote. Das kann man auch darauf zurückführen, dass die Population immer weiter wächst. Aber es ist interessant, sich das Ganze mal anzusehen. Allerdings ist das nur eine Simulation. Es gibt Menschen, die behaupten, dass das echte Todesdaten sind, also bestätigte Tote. Soweit ich weiß, ist das nicht wahr. Aber es ist cool, sich das einmal anzusehen, aber da brauchen wir gar nicht so lange bleiben. Als nächstes kommen wir aber nämlich zu etwas Traurigerem und das ist die Skyway Bridge. Die Skyway Bridge oder die Sunshine Skyway Bridge ist eine Brücke in dem Westen von Florida. Das Traurige bei dieser Brücke ist, dass sie auch bekannt ist als eine extreme Massensuizidbrücke. Es ist eine der Brücken, wo die meisten Menschen in Amerika sich drauf umbringen, indem sie von dieser Brücke in ihren Tod stürzen. Auf dieser Seite kann man nun sehen, wie viele Menschen bereits dieses Jahr verstorben sind. Man kann sehen, wie viele Menschen auch gerettet wurden, das ist aber meistens eine deutlich geringere Zahl, wie viele Menschen wieder zurückgezogen haben, die sich also dann doch nicht getraut haben und wie viele Menschen den Absturz trotzdem überlebt haben. Der letzte Tod, der hier angezeigt wurde, oder der letzte Sprung, war am 29.05.2018. Es ist schlimm mit anzusehen, dass die meisten Leute nicht gerettet werden können. Man kann sich dort dann auch alle Informationen angucken, alles durchlesen, was man so wissen möchte. Dort sind nämlich die Informationen über die Sprünge alle eingetragen und bekannt. Und man sieht auch häufig das berühmte Merkmal, nämlich wenn man an einer solchen Brücke vorbeifährt oder drüber fährt und ein Auto am Straßenrand ganz alleine verwaist stehen sieht. Dies ist immer ein klares Zeichen, dass gerade dort jemand von dieser Brücke gesprungen ist. Das ist halt wirklich unangenehm mit anzusehen und tragisch, aber trotzdem, man kann es sich angucken, wenn man das mag. Ich kann es jetzt auch nicht empfehlen. Also es ist interessant. Gut, dann haben wir jetzt noch drei Seiten, die ich euch einmal schnell zeigen will. Das erste ist 100% Human Leather. Das ist eine Seite, wo häufig spekuliert wird, dass sie echtes Menschenleder verkauft. Sprich, die menschliche Haut zu Leder verarbeitet. Das stimmt nicht. Diese Seite verarbeitet kein Menschenleder, sie verarbeiten Tierleder, aber so, dass es wie Menschenleder sich anfühlt und aussieht. Es gibt aber Gerüchte und einige Fälle, wo Menschen sagten, sie hatten auf eBay und solchen Seiten Lederportemonnaies bestellt und hatten dann welche, die tatsächlich aus 100% Menschenleder waren. Sprich, wo Verrückte menschliche Haut abgezogen und verarbeitet haben zu Lederportemonnaies. Ob das stimmt oder nicht, wird häufig nicht geklärt. Es gibt keine belegten Polizeifälle davon. Allerdings sind die Menschen sich sicher, dass es so etwas auch geben kann. Und gerade im Deep Web soll es das auch geben. Es soll Seiten im Deep Web oder Darknet geben, die sich nur damit auseinandersetzen, dass sie tatsächliche Lederportemonnaies aus Menschenhaut herstellen. Ich weiß nicht, warum man so etwas haben möchte, warum man allgemein ein Portemonnaie möchte, was sich auch wie Menschenhaut anfühlt. Aber es ist verstörend, aber man kann sich diese Seite angucken, es ist eine normale Shopping-Seite, also wer ein Portemonnaie, das wie Menschenleder es haben will, der kann sich das da kaufen, warum man das auch möchte. Gut, dann kommen wir jetzt aber noch zu zwei Seiten, die tatsächlich etwas unangenehm für viele sein können. Das eine sind die Death Row Informations. Viele Leute wissen, dass es in Amerika noch die Todesstrafe gibt.
Die Menschen, die diese Todesstrafe bekommen, kommen in einen sogenannten Todestrakt. Das ist eine Portion oder ein Bereich des Gefängnisses, wo halt nur Menschen hinkommen, die auch die Todesstrafe bekommen haben, sprich Menschen, die bald sterben. Und hier kann man sehen, wie viele Menschen bereits gestorben sind. Hier wird angezeigt, wie sie heißen, was sie getan haben und was die letzten Worte waren, die sie hatten. Wir gucken zum Beispiel hier oben mal bei Juan Castillo. Man sieht hier, was er getan hat, und zwar, dass er 2003 einen 19-Jährigen erschossen hatte mit Freunden. Und er dafür halt die Todesstrafe bekommen hatte. Und dann kann man auch sehen, an dem Tag, wo dann seine Todesstrafe wirklich durchgeführt wurde, am 16. Mai 2018, seine letzten Worte, die er gemacht hat. Für jeden, der für mich da gewesen ist, ihr wisst, wer ihr seid. Ich liebe euch alle. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das war's. Es gibt dort ganz viele verschiedene Statements, die einem wirklich eine Gänsehaut bereiten können, weil es sind die letzten Worte, die Menschen durch den Kopf gegangen sind, bevor sie starben. Manche verabschieden sich einfach, viele sagen auch, dass es ihnen leid tut, was sie getan haben, sie entschuldigen sich bei der Familie des Opfers oder sie sagen einfach nur zu ihrer Familie, dass sie nicht sich Sorgen machen sollen um ihn. Und es gibt ganz viele, die noch religiös werden und dann auch natürlich sagen, dass sie auf Gott vertrauen, auf Jesus und all das. Ich weiß gar nicht, was ich sagen würde. Das ist vielleicht ein ganz interessantes Gedankenspiel einfach. Was würdet ihr sagen, wenn ihr kurz davor wärt zu sterben? Wenn ihr in eine solche Situation kommen würdet, was hoffentlich nie passiert. Aber was wären eure letzten Worte? Ich denke, ich würde mich natürlich entschuldigen, wenn ich was Schreckliches getan habe. Aber wir gehen mal davon aus, dass es zu Unrecht passiert. Ich denke, ich würde einfach nur versuchen wollen, meine Familie zu trösten, mich noch einmal verabschieden, sagen, dass ich alle vermissen werde. Und das war's. Man könnte natürlich auch, es gibt ganz viele berühmte Zitate von irgendwelchen Insassen, die dann gruselige Dinge gesagt haben, wie das im Moment in diesem Raum der Tod mit drin steht und alles Mögliche. Man könnte es natürlich auch so machen, aber ich denke, wenn man wirklich in die Situation kommt, wo man noch einmal alles sagen kann, was man sagen möchte, dann sollte man sich besser verabschieden und nicht versuchen, noch irgendwem einen Schauer über den Rücken zu jagen. Also wenn ihr mal den ein oder anderen Gänsehautmoment haben wollt, dann kann ich euch diese Seite sehr empfehlen. Wer so etwas aber nicht gut verträgt, der sollte vielleicht doch nicht auf diese Seite gehen. Gut, und als letzte Seite haben wir noch planecrashinfo.com. Diese Seite ist besonders gruselig für jeden, der bald in Urlaub fliegt. Wir sind jetzt kurz davor vor dieser Urlaubssaison wieder und viele von euch werden in den Urlaub fliegen und dann würde ich euch diese Seite nicht empfehlen, weil auf dieser Seite wird jeder einzelne Flugzeugabsturz aufgelistet mit allen möglichen Informationen. Der neueste ist also vom 5. Juni 2018. Das war zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor 8 Tagen. Es gab dort 10 Menschen, die gestorben sind und das Flugzeug ist vollkommen zerschellt. Jeden einzigen Fall kann man hier nachgucken. Und so gibt es auch einen Fall, der extrem interessant ist, und zwar ist der in China passiert. Dort ist nämlich von der Sichuan Airline das Fenster im Cockpit gesprungen. Das ist kaputt gegangen und der Pilot ist durch das kleine Loch, was entstand, beinahe rausgezogen worden. Und nur durch seine Co-Piloten oder auch seine weiteren Besatzung, seine Stewardessen, die dort waren, konnten ihn wieder ins Flugzeug reinziehen. Man sieht sogar das Foto, wo dieses Loch drinne ist, wodurch der Pilot beinahe rausgezogen wurde. Wenn man sich sowas mal ansieht, dass das in ganz normalen großen Maschinen passieren kann, ist das unangenehm. Aber bei dieser Sache gibt es noch eine positive Meldung. Der Pilot, nachdem er wieder ganz normal auf seinem Sitz saß, konnte das Flugzeug landen und alle 119 Passagiere retten. Ihr könnt hier alles Mögliche dann nachgucken, auch ob was in Deutschland passiert ist. Das könnt ihr mal nachgucken, wenn ihr sowas mögt. Es ist tatsächlich ein bisschen unangenehmer anzugucken, aber auch irgendwie interessant. Das war auf jeden Fall die Seiten, die ich mir einmal angucken wollte. Ihr seht schon, es sind manchmal seltsame Seiten, seltsame Inhalte dieser Seiten, aber es ist nicht wirklich gruselig oder es ist nicht wirklich so gruselig, dass man sich nicht angucken sollte. Es sind interessante Dinge und vielleicht für den einen oder anderen nicht so verträglich. Ich persönlich würde sagen, dass man sich das ohne Probleme angucken kann, wenn man das gerne möchte. Nur würde ich euch empfehlen, dass ihr euch von Gore-Seiten fernhaltet, sprich die Seiten, wo Menschen verstümmelt werden. Weil ich habe in meiner Zeit, in der ich YouTube mache, so manches grausames Video bereits gesehen, während ich für irgendwelche Dinge recherchiert habe, wie niemals googeln oder so.
Das sind Bilder oder auch Videos, die man sieht und nicht mehr vergisst. Es sind schlimme Dinge. Man lernt Sachen zu verarbeiten und dass man ein bisschen besser damit klarkommt, aber es bleiben schreckliche Dinge, die man halt nicht mehr vergisst und an die man sich manchmal erinnert. Deswegen empfehle ich euch, von solchen Seiten fernzubleiben. Die anderen, die ich euch aber gezeigt habe, könnt ihr euch gerne angucken, die sind nicht so schlimm. Und das war dieses Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für Selbstexperimente ich noch machen soll, was ich mir noch so angucken soll. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin dann aber. Tschüss.